So, und herzlich willkommen zu einem weiteren Rainbow Six Siege News Video. Und zwar seht ihr schon, wir sind hier im Main Menü von Rainbow und wir haben hier den Battle Pass. Und den würde ich mir heute nochmal angucken. Habe ich gestern nicht mehr geschafft aufzunehmen und hochzuladen. Also mache ich es jetzt heute erst. Aber ja, die meisten Videos werden ja sowieso, die gestern hochgekommen sind, die beiden, die werden wahrscheinlich sowieso heute erst angeguckt. Weil ich glaube, niemand von meinen Zuschauern ist um 12 da. Aber egal. So, was haben wir denn hier so? Wir haben einen Ace Blacksmith Bundle. Ja, gut, es sieht zwar geil aus, aber du bist die laufende Zielscheibe und das ist ja Standard. Dann den Booster wieder. Achso ja, und ganz wichtig, wir haben wieder Premium-Teil. So, habe ich genug da? Ach, nee, ich habe nicht genug. Scheiße. Muss ich mir wieder neu laufen lassen. Achso, nee. Ach, ich habe doch genug, ich bin dumm. Ich war auf der falschen Seite. So, perfekt. Jetzt habe ich hier das unten auch geholt. Ich meine, ich habe die Sachen, also kann ich es ja auch benutzen. Also, auf jeden Fall, wie gesagt, ihr habt gerade gesehen, was es kostet. 820 waren es mit Dings. Battle Pass Abzug, glaube ich. Also ich bin mir nicht sicher, ob der Battle Pass, der Battle Pass, auf jeden Fall, nein, der Season Pass, ob der da schon mit reinzieht, aber ich meine, der zieht da ein bisschen was mit ab. Aber ja. Egal. Auf jeden Fall, hier haben wir eine Vigil-Uniform. Ey, die sieht mal ganz geil aus, weil sie ist nicht komplett schwarz bei ihm. Okay, die finde ich gut. Der Weapon-Skin dazu wahrscheinlich, oder? Der zu der Waffe. Ja. Ganz ehrlich. Die sehen beide geil aus bisher. Also startet schon mal gut. Dann hier das Standard-Alpha-Pack hat man. Hier haben wir einen Vigil-Anhänger, aber ganz ehrlich, die Anhänger, ihr wisst es alle, es gibt bei mir nur einen und da bin ich irgendwie glücklich, dass ich da genug Greenhorn hatte, um es zu kaufen gerade, mit dem Kroko-Set, was es da gab. Jo, seit wann haben die so gute Skins im Battle Pass drin meistens? Der gefällt mir eigentlich auch schon wieder ziemlich gut. Also ihr seht schon, ich habe eigentlich G2 drauf, aber hätte ich den nicht, der Skin wäre geil. Dann hier ein Alpha-Pack, ein Lilanes und der Vigil Headgear. Ja gut, es ist wieder so eine Sache. Also ich mag, also vom Aussehen her natürlich, keine Frage, sieht es absolut geil aus. Aber ich mag im Game nicht solche Headgears, wo du dann die Charakteristik von dem Operator verlierst. Weil sagen wir mal so, zum Beispiel bei diesem Event, was wir hatten, Mute Protocol, die Sachen davon. Ich weiß immer nicht, wer das ist, wenn da jetzt ein Jackal um die Ecke kommt mit einem so einem Headgear. Ich weiß nicht, dass es Jackal ist. Also ich erkenne sie nicht in der Drohne, ohne sie zu scannen. Das ist mein Problem, was ich dann habe. Aber ja. Okay, das sieht auch nicht schlecht aus. Ziemlich, ja, schlicht, aber das Schlichte ist irgendwie geil. Vom hier drauf würde auch garantiert das Ding geil aussehen, also der schwarze Aufsatzskin. Das würde garantiert geil aussehen. Dann haben wir hier einen Sledge. Yo. Der sieht ja richtig geil aus irgendwie. Aber trotzdem, ihr wisst es, das gleiche wie beim letzten Mal. Dann haben wir hier nochmal für Melusi. Ja, das standardmäßige. Ein blaues Alpha-Pack hier. Man kriegt wieder ein paar Credits. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel. Aber wahrscheinlich wieder so um das, was man ausgegeben hat. Ja, das waren die ersten jetzt, die wir gekriegt haben. Ey, das sieht auch wieder... das sieht halt auch wieder geil aus irgendwie. Okay, die für Frost und Melusi, die Pump hat einen Blacksmith-Teil gekriegt. Achso, hier oben haben wir noch ein Alpha-Pack vergessen. Was ist das? Ein Lila. Okay, hier haben wir noch eins, das blau ist. Hier haben wir jetzt einen Fuse-Anhänger. Jo, dieses Rot-Leuchtende sieht ja richtig geil aus irgendwie. Ah ja. Es ist halt immer noch ein Anhänger. Den, ja, weiß nicht, das ist einfach nur, damit die Collection da ist für Melusi, aber egal. Hier das Alpha-Pack, dann eine Uniform für Fuse. Ah, du bist halt auch wieder so auffällig damit. Aber, ja, an sich geil. Jo, also ganz ehrlich, diese Anhänger sehen alle absolut geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die gefallen mir alle richtig. Dann, was haben wir hier? Yo! Okay, ey, ganz ehrlich,
Wieso können sie nicht so ein Skin rausbringen? In mit Farb Color Customization. Warum? Also warum geht das nicht? Also dieser Skin sieht so absolut geil aus, aber ganz ehrlich, stell euch mal vor, den gleichen Skin hier und dann einfach jede Farbe, die ihr haben wollt, als anstatt des Rots. Das wäre so gechillt und sähe auch so geil aus, aber geht wahrscheinlich. Ja, dieser Hut, keine Ahnung. Braucht man, finde ich, jetzt nicht unbedingt. Wie das Alpha-Pack hier, auch standardmäßig. Ihr kriegt ja einen Haufen. Dieses Legion Headgear. Was ist das? Also ganz ehrlich, man wird sich bei Legion so aufregen, dass man den Kopf nicht mehr trifft. Einfach wegen, guck mal, wie breit das ist an der Seite und wie hoch das geht. Also, ja. Ja, das sieht auch wieder geil aus. Was ist das hier? Views. Das hat schon hart was. Vor allem mit dem roten Tuch, was hier unten drunter ist. Dann Legion in Gelb wieder. Ja, okay, das ist auch wieder Warnweste des Jahrtausends. Alpha Pack, hier hat man wieder, ja, ein bisschen Credits. Das Iana Tag da, muss man nicht viel zu sagen. Das Alpha Pack. Das von Jekyll, muss man nichts zu sagen, sieht auch wieder geil aus. Der Weapon Skin, den muss ich sagen, also die Blacksmith Weapon Skins sehen alle irgendwie geil aus. Aber ja, Alpha Pack, ey, wir haben bisher noch keine legendären Alpha Packs da. Und wir sind eigentlich schon ziemlich weit hinten. Hier Iana Blacksmith, aber ja, es ist wieder halt gelb. Warte mal. Yo, okay. Der wird sowas von hart draufgeklatscht in dem Moment, wo ich den habe. Aber wirklich komplett draufgeklatscht. Ah, ja, doch. Das sieht halt auch nicht ganz schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat irgendwie was. Irgendwie so Roboter-like halt. Jekyll Headgear? Nee, Uniform. Ja, okay, die sieht auch schon hart geil aus. Muss man auch mal gucken, ob man die drauf klatscht. Nochmal ein seltenes Alpha-Pack, Booster. Ja, okay, gut. Da finde ich, glaube ich, seinen Standardteil besser. Aber, ja, keine Ahnung. Hier haben wir nochmal ein episches, die Blacksmith für Amaru. Nochmal Blacksmith Amaru. Komm, mach's mir groß. Ja, doch, sieht schon geil aus. Und mit Amaru musst du nicht wirklich safe bleiben, sozusagen. Da jietest du einfach durchs Fenster rein und versuchst, so viel Kills zu machen wie möglich, gefühlt. Ja, geiler Skin, aber die Waffe spiele ich halt nirgends und nie. Dann hier nochmal ein Skin für die G36. Das ist auch wieder geil. Also ich mag diesen Skin an sich, von der Grundfarbe her. Oh, hier haben wir das erste legendäre Alpha-Pack. Na, oh, komm. Was ist das? Aha. Ist das nicht fast das gleiche wie ein scheiß Blacksmith? Egal. Sieht trotzdem absolut geil aus. Achso, nee. Ach, ja gut, danke. Das ist nicht das Headgear, sondern das ist die Uniform. Ich bin schlau, habe ich schon mal gesagt. Nee, sieht aber trotzdem absolut geil aus. Dann Amaru. Ja, weiß nicht. Geht halt. Ist nichts Besonderes, finde ich. Den Gridlock Charm. Alpha Pack wieder. Den Skin. Das von Nox sieht auch absolut geil aus wieder. Keine Frage. Und das sieht irgendwie witzig aus. Das sieht irgendwie ein bisschen dumm, aber auch witzig aus. Wenn man sich das mal so überlegt. Einfach diese grünen Augen darunter. Oh, die haben den Battle Pass ja hart verlängert gerade, stelle ich fest. Wir haben jetzt 70 Tiers. Beim letzten Mal waren wir bei 50 oder so, glaube ich. Aber egal. Hier haben wir nochmal einen Skin. Yo, okay, das sieht auch geil aus mit dieser Art Moos und sowas. Ja, gut. Kann man gut machen. Haben wir hier Gridlock. Ja. Was soll man dazu sagen? Ist halt Standard. Das Alpha Pack. Das könnte interessant sein. Warte mal, das ist für Mute. Yo, das sieht aber... Okay, das sieht geil aus. Da kann man nichts gegen sagen. Dann wieder ein bisschen Credits hier. Okay. Das ist ein interessanter Anhänger, aber ja. Ja, muss man mögen, das Teil hier. Weiß ich nicht, ist nicht so meins. Ibana Blacksmith Teil. Oh! Alter, warum muss das nur für die beiden Waffen sein? Können die das nicht als universelles machen?
das ist genau das, was ich meinte. Stellt euch das mal auf anderen Waffen vor, das sähe halt auch wieder so geil aus. Ah ja. Was ist das? Okay, interessant. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ja. Hier haben wir wieder ein legendäres Alpha-Pack. Interessant. Sie wollen anscheinend, dass man diese Season durchspielt. Hart. Blacksmith für Ibana. Leutnant Bear. Auch geil. Eine Disconate. Oder was das ist. Fuchsia-Bomb. Ah, ja. Dann noch ein Alpha-Pack. Okay, das sieht komisch aus. Also, ich weiß es nicht. Nee, das sieht einfach nur komisch aus. Was haben wir hier? Für Zero haben wir ein Headgear, wo er seine Teile auf hat. Das war eigentlich klar. Also ganz ehrlich. So, dann, was haben wir hier? Finker. Okay. Das, ja, gut. Ja, kann man machen auf jeden Fall. Credits nochmal. Chroma Streaks. Universal. Oh, genau, das ist. Warte mal. Ach, das ist ein Attachment Skin. Okay, das ist ein sehr spezieller, aber der könnte geil werden. Goldene Mündungsaufsatz. Und der Rest in Pink. Oder lila Chrom. Okay, das sieht schon hart geil aus. Nochmal ein legendäres Alpha-Pack damit. Und der Skin ist interessant, weil. Warte mal, guckt euch. Obwohl, nee, ich blende es euch hier einfach ein. Geht einfacher. Guckt euch diesen Skin an. Und irgendwo hier müsste das jetzt, also links daneben, müsste das jetzt sein, wie die Waffe normalerweise aussieht. Also hier in dieser Mitte, das ist nicht zu, soweit ich mich erinnern kann. Ihr könnt es ja gleich nochmal genauer sehen, wenn ich es euch halt eingeblendet habe hier, wenn ich daran gedacht habe. Ansonsten ist es der größte Fail, den ich hatte bisher. Aber die haben das Aussehen der Waffe komplett verändert. Also sagen wir es mal so, das ist schon interessant. Aber ja, dann gehen wir mal weiter. Ja, gut, das sieht wieder geil aus irgendwie. Weil so richtig so im Kampf und sowas. Oh! Hier ist der Weapon-Skin dazu, zu dem, was wir eben hatten. Das kann halt garantiert so geil aussehen. Ich sehe gerade, das ist der Seasonal Weapon-Skin anscheinend. Heißt das, das ist der Weapon-Skin, den man, ja, wie heißt das? Der Weapon-Skin, den man hat. Für alle Season? Oder, achso, nee, das ist einfach nur der fürs Ende. Warte mal, das war's? Okay. Warte mal, habe ich irgendwo was gemisst? Ich habe doch irgendwo was gemisst. Das weiß ich hundertprozentig. Eine Sache, die hatte ich schon gesehen. Auf bestimmten Thumbnails und so. Die drin war eigentlich, oder drin sein müsste. Wo ist denn die? Ja gut, ich habe es jetzt nicht mehr gefunden. Eigentlich habe ich irgendwo einen scheiß Skin von ihr gesehen, wo sie einen Wischmopp auf dem Kopf hatte, anstatt einem Dings, anstatt ihrem Teil da. Ah, ich weiß nicht, finde ich gerade nicht mehr. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo ich es gesehen habe, das ist mein Problem. Aber im Battle Pass ist es ja jetzt anscheinend nicht drin. Da ist ja jetzt das drin. Und den Wischmopp sehe ich hier auch nirgendwo, falls ich ihn übersehen habe. Sagt es mir gerne Bescheid, aber ja, keine Ahnung. Irgendwo hatte ich den gesehen. Kann auch sein, dass ich mich irre, dass das von irgendjemand anders war. Aber, ja. Können wir nochmal hier gerade durchsliden, so ein bisschen. Finde ich auch geil, diese Funktion hier. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.